Ja, willkommen zurück zu Murderit. Und wir hatten eine Zeugin. Und da wollen wir doch jetzt mal gucken, wo die gute Frau hin ist. So, ersten Einschein nach hat sie ja den Weg durchs Fenster gewählt. Warum können wir da jetzt nicht hinterher? Hier musst du was drücken. Oder gehst einfach zur Tür raus? Aber hier raus, wieder so eine gesegnete Wand oder was? Naja, hier mal zur Tür. Ja, da lag was. Glaube ich. Was hat da blau geleuchtet? Da. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Sehr schön. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Sollst du die Fotos jetzt noch mal angucken? Nein, ich meine auf dem Tresen da. Einige Objekte lösen Marone in einem Flashback aus. Folge den Geräuschen, die stärkste physische Energie kennzeichnen. Psychische Energie. Okay. Oben ist noch was. Scheint da, wo es am meisten vibriert, oder? Aber nix. Habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt. An dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Das ist so dieses Geräusch, oder? Im Hintergrund. Da war eben so ein Kirchenläuten. Also hat sie wohl Zuflucht in der Kirche gesucht, nehme ich mal an. Noch weiter rumschauen? Ne, wir haben 14 von 14 Hinweisen. Jetzt kannst du die Ermittlung abschließen, denke ich mal. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Verlasse die Wohnung. Was das hier mal ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir wieder raus auf die Straße, oder? Das ist ja an der Heimel drauf.
eigentlich. Mit LT kannst du schneller laufen, glaube ich, ne? Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Trennt sich ja immer noch. Das hoffe ich doch. Ich sollte durch das Fenster im obersten Stockwerk, so wie das Mädchen. Ja, witzig. Tja, Lucy's Knoffel hin. Was soll das denn jetzt? Das hat das Mädchen, glaube ich, immer erklärt, ne? Dass man durch Fenster und so durch kann. Ja, warum ging das denn gerade nicht? Da liegt was. Jetzt ist das Fenster auch offen. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Dann mal auf zur Kirche. Gehen wir weiter nach links. Den Pfeil da lang. Vielleicht gibt es hier irgendwie was zu sammeln. Was tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist.
Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Ich würde sagen, wir haben Nebenquest gefunden. Ja, würde ich auch so sehen. Auf dem Tisch liegt was. Sachen auf dem Boden, also da, die nicht irgendwie. Da hinten leuchtet doch was. Auf dem Bootsteg. Piratengeschichte. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. So, so ein, von seiner Geschichte. Kamera doch. Das hat aber alles nichts mit dem Fall da zu tun. Da rein. Ja, ist doch egal. Geht doch erstmal zur Kirche. Das kann man bestimmt auch später nochmal klären hier. Da muss das auch direkt da an dem Radius sein. Und mehr kann ich schon mal nicht. Geh mal rein. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Ein Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen.
Sie folgen dir überall hin. Vorne lag doch schon was. Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Also hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat, diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren. Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich habe in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Keine lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegung. Für immer. War ja ein Geisterstalker. Für dich geknallt. Geh mal Richtung Altar. Hier ist es wenigstens hell und etwas belebt. Belebt? Wohnst du denn dort auf dem Friedhof oder was? Geistervogel. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich da draußen. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Zumindest sind wir hier sicher. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns davor steht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Das ist ein bisschen nervig mit dem Ausrichten, oder? Die Todesfee im Glockenturm. Ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Die Bilder. Ganz rechts. Fotos links. Ist das jetzt hier was? Nein, oben die Fotos. Da war doch die Kirche mit zu sehen. Wie, es geht nicht um die Kirche. Mit der Vermisstenmeldung. Jetzt mal durchklicken oder was? Thank you.
Mach doch mal das, die Kirche dann an sich. Ja. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Ich habe die Fotos. Den sollte ich mir ansehen. Ja, ich auch. Naja. Das hätte man ja auch von Anfang an sagen können. Dass sie auf dem Dachboden wohnt, oder? Was Wichtiges? Nein, nicht dahin. Du reißt mir den Hinweis da. Links. Hä? Links, da lag da was auf dem Boden. Links gesehen, wo lag da was auf dem Boden? Da hinten, da wo es leuchtet. Versprechen, das ich nie bereut habe. Geh doch mal nach oben. Draußen war eine Treppe, oder? Ja. Mal links durch die Wand. Es geht. Musst du da wohl lang. An der Seite ist es ja auch so ein Ding. Tja. Du, schnell konnte ich ja gar nicht reagieren. Oh.
Witz, oder? Ja, ich weiß jetzt, wo du hinlaufen musst. Kannst du mal die Beine in die Hand nehmen. Rechts. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Die Dunkelheit, die uns bevorsteht, löse uns von dem Schatten. Wo ist sie? Ich kann das hier überschreiben. Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Was genau muss man bei diesen Dämonen jetzt nochmal machen? Ja, da stand eine Tastenkombination. Die musst du dann drücken. Durch die Wand. Das war nochmal L. Das ja. Die L ist dann eigentlich der. Du musst dann rechts drücken und dann, je nachdem welcher Pfeil da steht. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Und nochmal. Ich mache die Stille. Danke. Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Ja, nee, so schnell geht das aber auch gar nicht. Was ist denn für ein scheißen Dreck? Ob man da mal die richtige Taste getroffen hat? So jedes Mal eine andere. Und immer diesen selben Kack machen. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der... Nein, es gab keinen Hinweis, weißt du? Junge. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Ja, super. Da gibt es auch keinen anderen Weg, oder? Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Er würde nicht hereinkommen, oder?
Okay, ich habe es geschafft, aber man konnte trotzdem nicht weiter. Man muss aus der Kirche wieder rausgehen. Das ist ja der Dachboden im Nachbarhaus oder so. Ja, das kann natürlich sein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach bitte, ey. Da kann man nicht lang. Da sind sie ein bisschen veräppelt vor. Drauf kommen, ey. Wir hüpfen uns jetzt trotzdem hier nicht weiter, oder? Schöne Sammelsachen. Ja, wie sollen wir denn auf diesen blöden Dachboden kommen? Bitteschön. Einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Mein Geist, es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Was? Sie kommen dich holen. Vielleicht kann man von dem ja über Besitz ergreifen und dann darüber. Funktioniert das also? Der Dachboden muss dort oben sein. Ja, ich denke, den Dachboden schauen wir uns dann später mal an. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt hat er gespeichert. Das nächste kommt bei der nächsten Folge. Bis dann.